Hallo und willkommen zurück zur Sly-Trilogie. Dieses Mal beim letzten Teil bei Sly 3, Honor Among Thieves. Und da starten wir gleich mal rein. Innerhalb der nächsten Tage wird dann... Oh, Sony Computer Entertainment Europe Presents. Ich mache erstmal die normalen Produzenten durch. Und statt dem Sucker Punch, jawohl, Sucker Punch Production. Kane Island, Südpazifik, 1.15 Uhr. Ja, haben wir alle gesehen. So, und damit sind wir jetzt auch im Hauptmenü von Sly 3 Honor Among Thieves. Und was ich eben sagen wollte, innerhalb der nächsten paar Tage wird auch synchron hierzu noch Bentleys Hackpack starten für alle Sly-Fans. Bis dann halt pünktlich Ende März dann auch Sly 4 Thieves in Time. Oder auf Deutsch Jagd durch die Zeit erscheint. Ja, starten wir gleich mal rein. Es ist soweit, Sly. Die Bande ist versammelt und in Position, um dich zum Tresor zu bringen. Für die Dauer der Operation nennen wir dich Ball. Roger, Bentley. Ich beginne den Landeanflug. Die Festungsmauern dürften kein Problem sein. Es läuft alles wie geplant. Sorg dafür, dass alles wie ein Urlaub läuft. Alles klar. Was sagt die Artillerie? Geht das? Ich schieße selten daneben. Bestens. Funkzentrale? In Position. Bergungsteam? Kann's kaum erwarten. Tauchausrüstung? Showtime, Baby. Telekinese? Hacker oder die. Alles klar. Das wird der Coup des Jahrhunderts. Und der Ball rollt. Okay. Das waren doch einige, von denen wir bislang wohl noch nichts wissen dürfen. Ich denke mal, das wird im Laufe der Mission dann soweit sein. Guck mal, Flaschen, Hinweisflaschen sind hier bislang nicht angezeigt. Okay. Ich gehe dann erstmal in Richtung Mauer. Das ist vielleicht so ein bisschen Tutorial-Level hier. Wir werden auf jeden Fall einfach mal so reingeschmissen. Laut letztem Kenntnisstand haben ja Murray und Bentley die Gruppe erstmal verlassen und ich hätte jetzt gedacht, dass Bentley jetzt im Rollstuhl sitzt aufgrund der Demo von Sly 4 und aufgrund der Ereignisse am Ende von Sly 2. Merkwürdig, merkwürdig. Gehen wir mal hier hoch. Agent Herzschlag, geh in Position für einen Zier 86. Over. Ich habe Sichtkontakt. Was ist das denn? Wer ist denn die weibliche Person, die da spricht? Der Ball rollt nicht mehr. Wir haben ein Hindernis. Ich kümmere mich drum. Er ist auf dem Weg. Weiter wird weggezogen. Da fliegt der dritte. Rollt Macht dabei. Over. Okay, der Ball rollt wieder. Agent Urgestein. Vorsicht, Bell! Heuer, hör mit dem Ball ist in Position. Ahoy, Hafer Palatata. Der Ball ist auf Kurs. Over. Der ist schon mal, ja, sympathisch, nicht wirklich. Merkwürdig trifft, glaube ich, besser. Okay. Geht wirklich hoch. Dann geht erstmal weiter. Und hier scheint es wirklich keine Flasche zu geben, oder? Oder für den Hubertresor. Gerätegitter.
Nö. Scheint mir tatsächlich ein Tutorial-Level zu sein. Mal jetzt noch runter. Allerbitte Tür. Ja, Agent Kaiser. Over. Abschuss. Acht Platz. Danke, Agent Kaiser. Habe optische Bestätigung für die Tür. Guter Schuss. Gehen wir hier mal rein. Achtung! Ball nähert sich dem Labor. Agent Tiefsee, bist du bereit? Wehrwaffe geladen. Agent Tiefsee? Mein Gott, wie sind das denn insgesamt? Wo kommen die alle her? Egal, gehen wir mal hier weiter. Agent Tiefsee, los! Nummer 1 ist unten. Ja. Meine Kraftfelder sind unten. Gute Arbeit, Tiefsee. Immer doch. Moment. Moment. Der sieht ein bisschen aus, nicht nur ein bisschen, der sieht aus wie Dimitri aus dem zweiten Teil. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich jetzt nicht in dem kleinen Story-Spoiler vom der Sly 4-Demo, die wir ja angelassen hatten, also wir hatten die Story-Spoiler ja eigentlich ausgemacht, aber so ein bisschen wurde am Ende ja doch erzählt, muss ja eigentlich auch in so einer Demo. Und da wurde ja gesagt, unser alter Freund Dimitri, und das da sieht genauso aus wie Dimitri. Ein eigentliches Mitglied der Claw-Gang und erster Endgegner in Sly 2. Das ist natürlich extrem merkwürdig, wie der plötzlich auf unsere Seite kommt. Wie geht's der Frau, Richards? Oh, es ist sehr gut, Dr. M. Das ist aber nett, dass Sie fragen. Und dem Sohn? Wie heißt er noch? Mike? Oh, Mark, Sir. Ihm geht's auch gut. Ja, wahrscheinlich nicht einfach runterspringen. Wir gehen drauf. Wie schade, dass du sie nie wieder sehen willst. Sir? Dein Drink heute Mittag war vergiftet. Tut mir leid, Richards, aber ich dulde keine schlechte Arbeit. Nach der Installation des neuen Systems hättest du den Sicherheitscode nicht bei 1, 2, 3 lassen sollen. Ich bessere mich, ich schwöre es. Nein, du stirbst. Jede Sekunde. Sir? Okay, das ist sympathisch. Ja, ein Wasserfleck im Labor? Ich komme runter. Oh, und schick den Hausmeister in den Laborlift. Richards hat geschludert. Ja, wunderbar. Der Cooper-Tresor ist gleich hinter diesem Brett. Stoße zu dir für den Beutezug. Over. Das ist immer ein sehr sympathischer Gegner. Naja, toll. Erstmal weiter. Ab zum Tresor, was ja wohl unser Ziel sein wird. Eindringlinge, Alarm, Eindringlinge. Ah, Alarm, Eindringlinge. Du kannst mich mal. Tresor! Geschützklappe beginnt Sicherheit, Alarm. 1, 2, 3. Stabzimmer ist. Gehört das etwa uns oder unsere Familie? Sind wir so? Cooper? Nein, du musst Sly Cooper sein. Der neue Hüter des Stabs. Oh, wie habe ich auf diesen Moment gewartet? Der Tresor gehört der Cooper-Familie. Verschwinde. Nein, du naives Kind, verschwinde. Du, diese Insel gehört mir. Diese Festung gehört mir. Alles hier gehört mir. Und nun auch der Schlüssel zum Tresor. Gib mir den Stab. Tut mir leid, Kumpel. Familienerbstück. Kauf dir doch selbst ein. Oh! Schnell, zurück zu den anderen! Mir nach! Bentley!
Und der sitzt tatsächlich im Rollstuhl. Wir dürfen jetzt nicht öffnen, ich will aber wissen, was da drin ist. Okay, zurück zu den anderen. Mein Schatz gehört zu mir. Jetzt werden wir die mal kennenlernen. Schnell! Ja, ich komme ja schon. Los, spring! Ja. Hab die Leben halt zwar nicht verloren. Das ging ja recht einfach. Wo lang sind wir dann? Ja, sieht richtig aus. Uns bleibt nicht viel Zeit. Hier hoch, Bentley. Der kommt. Schnell. Ja. Laufen. Wir haben es fast geschafft. Das Boot ist gleich da vorn. Es gibt keinen Ausweg, Cooper. Okay, steuert er das Viech oder was? Erster Endboss jetzt schon? Ich kann dich nicht gehen lassen. Du gehörst zu mir. Das hat schon wieder ein bisschen mehr Leben gezogen, wenn es eigentlich sollte. Das klappt nicht. Rette dich selbst. Wenn er Hunger hat. Nimm das! Haben wir unseren Stab geopfert? Na, klasse. Sly! Nein! Halt durch, Sly! Halt durch! Okay. Es war genau wie immer gesagt wird. Dein Leben zieht vor deinen Augen vorbei. Alles war auf einmal wieder da, bis zu meiner Kindheit. Ich wurde in eine Familie von Meisterdieben geboren und sollte den Namen Cooper weiterführen. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Meine Kindheit wurde mir gestohlen, als eine rücksichtslose Bande unser Haus angriff. Das Waisenhaus, in dem ich landete, war nicht nur schlecht. Hier traf ich meine Freunde fürs Leben. Bentley, er war schon immer der Denker. Und Murray, er ist der Macher. Wir blieben all die Jahre zusammen und unser Geschick, unser Mut und unser guter Ruf als Diebe wuchsen mit jedem Raub. Wir glaubten, dass diese guten Zeiten niemals enden würden und dass unser Glück uns treu bleiben würde, was die Sache nur noch schwerer machte, als schließlich alles gegen uns sprach. Dann traf ich diesen Typen, McSweeney, der behauptete, in der guten alten Zeit zur Truppe meines Vaters gehört zu haben. Sie hatten Jobs in der ganzen Welt durchgezogen und so eine Menge unbezahlbarer Objekte angesammelt. Und dann erzählte mir McSweeney alles über den Cooper-Tresor. Anscheinend hatte mein Vater, so wie alle meine Vorfahren, sein Vermögen an einem geheimen Ort versteckt. Jeder Cooper trug etwas zu dem Schatz bei, der hinter einer Tür liegt, die, wenn McSweeneys Geschichte stimmt, nur ein Cooper öffnen kann. Dank einiger Hinweise von McSweeney segelten wir schon bald zu einer geheimen Insel, auf der sich der Tresor befand. Bei unserer Ankunft trafen wir auf einen Typen mit dem Namen Dr. M., der seine Zelte bereits dort aufgeschlagen hatte. Es sah so aus, als habe er seit Jahren versucht, das Ding aufzubrechen. Seine Misserfolge frustrierten ihn immer stärker und er entwickelte im Laufe der Jahrzehnte einen Verfolgungswahn. Eine Festung hatte er sich gebaut, ähnlich sicher wie Fort Knox. Dort einzubrechen würde Präzision und Kreativität erfordern. Und darüber hinaus eine ganze Armee von Weltklasse-Dieben. Und die zusammenzustellen, würde nicht einfach sein. Aber um in den Cooper-Tresor und an meine Erbschaft zu kommen, war ich bereit, einiges auf mich zu nehmen. Slide 3. Honor Among Thieves. Wenn das folgende Symbol erscheint, wird dein Spielstand gespeichert. Solange das Symbol angezeigt wird, System bitte nicht ausschalten.
Ja, das Symbol wird nicht angezeigt, aber er speichert trotzdem. Ist auch gut. Solange es da steht. Von mir aus. Gut. Zwei Spieler, der Anfang vom Ende und Gefahrenraum. Was ist denn der Story-Mode? Das sind wahrscheinlich nicht zwei Spieler. Der Anfang vom Ende. Ist das, was wir gerade gesehen haben, oder wie? Machen wir einfach mal Gefahrenraum, da war er ja gerade drauf. Um zum Cooper-Tresor zu kommen, müssen wir perfekte Diebe sein. Ich habe hier einen Alarm installiert, der uns alles abverlangt. Ich glaube, diese Hebel lösen die einzelnen Übungen aus. Genau. Jeder löst einen perfekten Diebstahls-Crashkurs aus. Ich gehe zum Kontrollraum, dann können wir loslegen. Dann mal los, ich bin bereit. Das Ganze sieht doch eher mehr nach Tutorial aus. Weil, wo kommt Bentley jetzt her? Aber egal, wir starten einfach mal Hebel Nummer 1. Okay, alle großen Diebe haben eine Sache gemeinsam. Ein Haufen Kohle? Nein, sie verlaufen sich nie. Sieh dich mit dem rechten Analogstick im Gefahrenraum um. Suche die Cooper-Bande-Markierung, die ich projiziere. Ja, wir stehen zwar aus irgendeinem Grund im Boden, aber ich denke, das sollte nicht viel ausmachen. Wir haben die Cooper-Markierung gefunden. Toll! Klicke nun durch Drücken des linken Analogsticks einen Wegpunkt. Aha, okay. Das ist praktisch. Stimmt. Diese Hologrammmarkierungen sind unbezahlbar, um sich zurechtzufinden. Siehst du, wie das Logo zum Zielort wandert? Drück den linken Analogstick ein paar Mal, bis du den Dreh raus hast. Ja. Gut. Geh zum Wegpunkt. Dann starten wir Phase 2. Dann machen wir das mal. Ich habe ein neues Einsatzziel programmiert. Mit der L3-Taste findest du es. Das Coole daran okay, ist, dass das der Ganze macht Sinn. Perfekt. Nun, jeder weiß, dass der beste Freund eines Diebs das Dach ist. Sofern er sich nicht beim Raufklettern den Hals bricht. Kein Problem für einen Mann mit deiner Sprungtechnik. Führe mit der X-Taste einen Standardsprung aus und drück sie in der Luft nochmal für einen super hohen Doppelsprung. Na gut, das kennt man ja, ne? Toll. Okay, Bentley, was kommt jetzt? Wie du weißt, ist es sinnvoll, die Wachen von den Dächern aus zu beobachten. Dazu müssen wir allerdings hinunterschauen können. Lass mich raten, wir nehmen den rechten Analogstick? Ja, such die Markierung, die ich hinunter projiziere. Ausgezeichnet. Jetzt zieh hoch zu der Säule. Da ist deine neue Markierung. Hab ich. Toll. Jetzt setz all diese Fähigkeiten ein und finde die restlichen Wegpunkte. Das ist einfach, wenn du sie mit dem linken Analogstick ausfindig machst und dich umsiehst. Jep, der erste ist da. Schön, einer erledigt. Zweiter ist da hinten. Ach, müssen wir da sogar jetzt hochlaufen? Dubidubidu. Dann hops und hops. Und so weit, so gut. Gute Arbeitsleitung, du hast es geschafft. Nun bist du bereit für den schwersten aller Navigationstests. Auftrag beendet. 1%. Der zweite Hebel. Du hast wirklich viel aus dem Buch des Meisterdiebs gelernt. Hab's regelrecht verschlungen. Bisschen laut. Mal sehen, ob du noch alles weißt. Diese kleinen Punkte auf diesem Draht an. Mit deinem Ninja-Turmsprung kannst du wunderweich darauf landen. Ich springe einfach und drücke die Kreistaste. Richtig. Versuch mal auf die andere Plattform dort zu kommen. Ja, was mal? Optionen und ich mache einfach mal Soundeffekt-Lautstärke etwas leiser. So. Sollte, glaube ich, genügen, oder? Ja, ist immer noch nicht das Beste, aber ist okay. So. Schwer. Sehr gut, Sly. Du weißt ja, ich mag luftige Höhen. Stimmt. Aber wie sieht's mit engen Räumen aus? Geh zu dieser kleinen Wandöffnung. Und benutze die Kreistaste, um hineinzukriechen. Yep. Das kennen wir alles. Die Tutorial könnten wir uns eigentlich sparen bislang. Bis auf den Wegpunkt finden, der war ganz interessant, aber... Na ja, gut, wir machen es trotzdem einfach. Gehört mit dazu.
gemacht, Sly. Du machst den Coopers alle Ehre. Auftrag beendet. Wir sind hier drin fertig. Lasst uns rausgehen und die Operation in Gang bringen. Gut, wir sind hier drin fertig. Okay, das war's auch so mit dem ersten Dingens. Ah, der Anfang beim Ende war wirklich... Okay, wir mussten den Gefahrenraum sogar machen. Gut, Opfer der Angst. Episode 1. Episode starten. Ja, gerne. Um einen Weltklasse-Tresor aufzubrechen, braucht man schon ein Team von Weltklasse-Dieben. Eine Gruppe von Spezialisten mit ganz speziellen Talenten. Klar brauchten wir Murray. Er war nicht nur ein guter Freund, auch hat uns seine hohe Kraft schon oft genug aus brenzlichen Situationen gerettet. Als Bentley im Laufe der Clockwork-Affäre verletzt wurde, gab sich Murray die Schuld dafür und verließ das Team. Wir versuchten ihn zu trösten, doch er wollte allein sein, seine geistige Mitte finden. Schließlich hörten wir, dass er im australischen Outback gelandet war, wo er bei einem Aborigine-Guru die mystische Kunst der Traumzeit studierte. Es lief wohl ziemlich gut und zum Abschluss seiner Ausbildung schickte ihn sein Lehrer sogar auf eine Rundreise zu Orten in der ganzen Welt. Kürzlich wurde Murray wohl im schönen Venedig in Italien gesichtet. Doch was er dort treibt, ist ein Rätsel. Ich hoffe bloß, er tritt dem dortigen Mafia-Boss Octavio nicht auf die Zehen. Früher war dieser Typ eine richtige lokale Berühmtheit. Er schmetterte Opern wie kein zweiter und eine große Karriere als Tenor lag vor ihm. Doch gerade als es richtig losging, änderte sich der Musikgeschmack. Alles drehte sich nur noch um Rockmusik und Oper war auch. Ein paar Fans konnte er sich bewahren und das waren die Ganoven, die ihn in ihr Geschäft einführten. Das Revier dieses Kerls zu betreten war gefährlich, doch um die Dinge mit Murray zu klären, war es das allemal wert. Sly Cooper and the Gang in an Opera of Fear. Da sind wir jetzt bei dem Opernsänger Octavio also zu Gast, um uns Murray zurück ins Team zu holen. Ich hoffe mal, dass es gelingt. Venedig, Italien, 4.36 Uhr. Okay, Sly hat einen Auftrag, blablabla. Um Geräte zu kaufen, geht also auch wieder alles. Gut, Wecker und Rauchbombe, jeweils 200 sollte möglich sein. Ja, das Ganze liegt bestimmt mit der Maske von dem Octavio, bestimmt eine kleine Anlehnung an das Phantom der Oper, denke ich mal. Aber, naja, wir starten trotzdem einfach mal los, ne? In Anbetracht von Murrays krimineller Vergangenheit beginnen wir unsere Suche am besten im örtlichen Polizeirevier. Wenn er noch nicht verhaftet ist, kennen bestimmt die Polizisten alle Gauner in Venedig. Das ist Polizeihauptquartier. Meine größte Frage ist jetzt, gibt es wieder Hinweise oder nicht? Bislang habe ich noch keinen hier so liegen sehen. Mit Hören tue ich auch keinen. Aus dem Grund gehen wir einfach gleich mal ins Polizeirevier. Befindet sich das Polizeirevier von Venedig. Hier wollen die Polizisten wohl ein bisschen Eindruck schinden. Die Schlacht haben sie schon verloren. Don Octavio zieht hier dagegen die Fäden. Seine Sicherheitskräfte patrouillieren in den Straßen und nicht die Polizisten. Verstanden. Ich weiß, wie ich da reinkomme. Die Kuppel ist komplett gekachelt. Da kann man nicht einfach raufklettern.
Komm schon, Kumpel. Es gibt immer einen Weg. Ja, zum Glück ist das nicht offensichtlich, diese Schnur da. Ah, das Trampolin, okay. Nein, so gut. Ja, jetzt sind wir mal hoch. Dann landen wir mal auf dem Seil. Schwer ist das bislang nicht. Wir können etwas schneller über Seile laufen. Und es ist wirklich keine Hinweise zu sehen. Gut geklettert, Partner. Ich habe die Blaupausen des Belüftungssystems vor mir liegen. Ich kann dich zur Gefängniszelle führen. Dann mach das mal. Hey, Mary? Bist du das? Murray, den Namen will ich echt nicht hören, Mann. Hä? Cooper, du hast sie nicht mehr alle, hier aufzutauchen. Dimitri, lang ist's her. Noch immer im Knast? Und du? Noch immer Panzerknacker? Lassen wir die Schmeicheleien kommen zur Sache. Du suchst deinen besten Mann, Murray, was? Aber ich sehe dich nun mal so gern im Knast. Wache! Polizia! Warte! Du hast jetzt das Ding, um ihn ruhig zu halten. Vielleicht sollte ich ihn mit Ronim schmeicheln, einen Deal aushandeln. Ja, machen wir es einfach mal Deal. Wenn die Bullen mich schnappen, wer holt dich dann hier raus, ha? Auch wenn du die Zellentür knackst. Die Bullen würden mich auf dem Weg nach draußen ja doch schnappen. Und mir noch ein paar Jahre aufbrummen. Mist! Er hat recht. Es könnte schwer werden, ihn hier rauszubringen. Ich brauche einen Plan. Vielleicht könnte ich uns als Polizisten verkleiden, die Bullen ablenken, damit er fliehen kann. Ihn mit ins Lüftungsrohr nehmen. Die Bullen ablenken könnte gefährlich für uns werden. Als Polizist verkleiden hört sich einfach an, wird aber nicht so schwer, nicht so einfach sein. Ich versuche ihn mal mit ins Lüftungsrohr zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin durch den Luftschacht reingekommen. Durch den können wir fliehen. Ich passe durch keinen Schacht. Siehst du nicht meinen spitzen Körper? Dafür habe ich wirklich zu viele Muskeln, du Bohnenstange. Okay, dann könnten wir noch uns als Polizisten verkleiden. Weißt du was? Ich mopse ein paar Uniformen. Die ziehen wir uns an und spazieren einfach durch die Tür. Hey, Mann! Ich habe Geschmack! Kriegst du nicht in so einen Polyesterfummel? Oh, es gibt noch Schlimmeres als den Knast. Ja, natürlich kommt das für uns Gefährlichste als wirkliches Ergebnis raus. Die Bullen ablenken. Super toll. Dann mache ich die Bullen auf mich aufmerksam und laufe weg. Sobald alle draußen sind und auf mich schießen, kannst du hier raus. Der Plan ist ja gut. Dimitri ist frei und Cooper kriegt eins hinter die Löffel. Der Zellenschlüssel ist im Büro der Polizeichefin. Okay, super. Das andere Schloss dürfte kein Problem sein. Das knacke ich mit links. Bring mich hier raus und ich finde Murray. Kein Problem. Lass dich nur nicht von diesen Bullen erwischen, Kumpel. Das ist ein echt übler Haufen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld. Wir können mit dem Vortrag beginnen. Wie wir alle wissen, fließt seit einem Monat Teer in die Kanäle Venedigs. Die Ursache ist bisher unbekannt, doch die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und den Tourismus sind verheerend. Unsere Quellen sind der Ansicht, dass dieser Don Octavio möglicherweise für diese Katastrophe verantwortlich ist. Leider haben wir keine stichhaltigen Beweise. Der Durchsuchungsbefehl für seine Opernhausvilla steht noch aus. Also müssen wir ganz konventionell vorgehen. Auf die Straße gehen und die Augen offen halten. Ich habe Söldner anstelle von Polizisten angeheuert, weil die Sache gefährlich ist. Die Gegend wimmelt nur so von Octavios Schlägern. Da draußen tobt ein Krieg. Wer nicht hart genug ist, überlebt keine 5 Minuten. Verstanden? Ich zahle für Ergebnisse. Venedig braucht schnell eine Lösung. Also führe ich die Präsentation nochmal vor. Passt dies mit? Der Zellenschlüssel. Gut gemacht. Geh zurück zu Dimitris Zelle und lass ihn raus. Wenn er sein Wort hält, können wir bald mit Murray reden. Also zurück zum Thema. Wo war ich noch?
Festhalten, Jungs. Der Strom spinnt mal wieder. Das gibt sich in ein paar Minuten. Wenn das Licht wieder angeht, solltest du unter einem Tisch sein. Okay, wir sind unter einem Tisch. Es werde Licht. Ja, geh wieder aus, Licht. Danke. Mensch. Warten wir mal ab. Ich kann sehen! Ich kann sehen! Mal wieder aus. Entscheid dich bitte mal. Aha, warten. Wunderbar. Im Dunkeln siehst du echt viel besser aus, Blitzhorwolf. Du bist echt potthässlich. Gut, gib's schnell zu Dimitri. Bitte sehr. Kannst du diese Kokosnuss echt knacken? Klar, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, cool. Dann lass mal sehen. Ich schwöre, hol mich hier raus und ich bring dir den dicken Murray. Okay. Dieser Tresor ist schwer zu knacken. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Bewege den linken Analogstick, bis du eine Vibration spürst. Halte an und gut. Hab ich schon. Da wird Ladro gesucht, wie ich das gerade richtig sehe im Hintergrund. Ich halte mein Versprechen und lenke die Bullen ab, damit du abhauen kannst. Keine Angst. Ich lass Murray sofort wissen, dass du ihn suchst. Komm zur Rialto-Brücke. Eine echte Sehenswürdigkeit. Okay, dann mal Vorhang auf. Okay, so sind wir also mit Dimitri zusammen in ein Boot gelangt. Und dann gucken wir mal zu Carmelita. Hallo, ihr Hackbällchen. Und die Dame. Hat jemand Lust auf Frühsport? Cooper, schnappt ihn, Jungs. Und weg bin ich. Ja, es wird lustig jetzt. Ja, weg hier. Eine lustige Verfolgungsjagd. Du hast echt Nerven, hier in meiner Besprechung aufzutauchen. Dachte schon, wir würden uns auseinanderleben. Dann verbringen wir doch ein bisschen Zeit miteinander in meiner Verhörzelle. So forsch. Wo ist das schüchterne Mädchen, das ich mal kannte? Sie lässt sich von Typen wie dir nichts mehr gefallen. Typen wie mir? Holt da etwa ein Rivale um deine Zuneigung? Momentan habe ich nur Augen für dich. Okay. Wir sollten schneller laufen, denke ich mal. Obwohl, das ist ja hier noch erstes Level und so, das ist ja alles noch easy. Da können wir uns ja Zeit lassen bei so einer Verfolgungsjagd. Da stört uns ja keiner. Früher oder später kriege ich dich. Ah, darüber. Und über die und wieder hier rüber springen und da drauf und über das nächste Boot. Und springen und springen und weiter geht's. Eine schöne Nebenbeschäftigung, aber jetzt rennen wir doch genau in die Arme, oder nicht? Murray. Hallo, Alter.